Hallo, hier ist Marlene Fronzig von Teltarif.de und ich halte das Sony Xperia Z1 in der Hand. Dabei handelt es sich um das neue High-End-Gerät vom Hersteller Sony, der im Zuge der IFA das Gerät neu präsentiert hat. Das Gerät kann mit einigen technischen Features bestechen. Dazu gehört ein 2,2 GHz Quad-Core-Prozessor sowie ein 2 GB Arbeitsspeicher. Auf dem Gerät läuft das mobile Betriebssystem Android 4.2.2 alias Jelly Bean mit der Sony hauseigenen Oberfläche, wie wir hier sehen können. Ansonsten kann man bestimmte Funktionen über das Schnellstartmenü an der Seite aufrufen und hierüber stehen zahlreiche bereits schon vorinstallierte Apps zur Verfügung. Ansonsten liegt das Sony Xperia Z1 wirklich bequem in der Hand, da rutscht nichts und es ist aus Aluminium gefertigt. Auf der Vorderseite wird der Touchscreen von kratzfestem Glas geschützt. Allerdings ist die Rückseite etwas touchintensiv, wie man hier gut sehen kann. Dies war auch schon so beim Sony Xperia Z Ultra so gewesen, dass man auf der Rückseite die Fingerabdrücke sehen konnte. Ansonsten sehen wir hier die 20-Megapixel-Kamera des Sony Xperia Z1, welches natürlich eines der besonderen Highlights des Gerätes ist. Auf der Vorderseite sehen wir eine 2-Megapixel-Kamera, die für die Videotelefonie gedacht ist. Rufen wir einfach mal die Kamerafunktion auf. Diese bietet einige Features. Und zum Schluss lassen wir für euch noch einmal ein paar Bilder vom Sony Xperia Z1 für sich wirken.